Es gibt Momente in der Menschheitsgeschichte, die werden nie vergessen werden. Und wenn man darüber einen Film macht, dann ist das ein ziemliches Abenteuer, was ziemlich in die Hose gehen kann. Umso toller ist es natürlich, wenn es gelungen ist. Und Oppenheimer, dieser Film, ist wirklich gelungen. Ich fand ihn großartig, bildgewaltig, die Geschichte ist ungeheuerlich. Eine der wichtigsten Momente der Menschheitsgeschichte in so einer Story zu verpacken. Und doch eine Hauptrolle fehlt. Also die waren natürlich alle dabei. Einstein war dabei, Heisenberg, Fermi, Feynman, Teller und natürlich Oppenheimer und viele andere große und wichtige Gestalten der Physikgeschichte. Aber eine Person, die hat gefehlt. Die hätte eigentlich eine Hauptrolle spielen müssen, denn sie war der erste Mensch, der verstanden hat, was wirklich passiert, wenn Atomkerne gespalten werden. Fangen wir vorne an. 1938, Otto Hahn und Fritz Strassmann machen in Berlin-Dahlem schon seit längerem Experimente, indem sie Atomkerne beschießen mit Neutronen. Warum mit Neutronen? Naja, es war klar, Neutronen sind neutrale Teilchen und die kann man in einen positiv geladenen Atomkern hineinschießen. Strassmann und Hahn haben Atomkerne beschossen, vor allen Dingen Urankerne mit Neutronen und hatten erwartet, dass dabei eben schwerere Kerne rauskommen, dass man sich sozusagen im Periodensystem der Elemente immer weiter und weiter zu schweren Kernen hin vorarbeitet. Man hatte zwar bei den Experimenten zuvor schon mal das eine oder andere Spaltprodukt eigentlich als Überrest gesehen, nämlich Alpha-Teilchen, also zwei Protonen, zwei Neutronen, Heliumkerne, die sogenannten Alpha-Teilchen, aber das sah man eher so als Nebenprodukt an. Was sie aber jetzt fanden, war was völlig Neues. Strassmann und Hahn beschossen Urankerne mit Neutronen und entdeckten Barium. Barium mit 56 Protonen. Wo kommt das Barium her? Uran hat 92 Protonen und hat jede Menge Neutronen noch dazu. Es gibt ja Uran 238. Man sieht also, es ist keine symmetrische Zahl. Nicht immer sind gleich viele Neutronen und Protonen im Kern. Aber die Anzahl der Protonen definiert ja, was ein chemisches Element ist. Also die Kernladungszahl von Uran ist 92, die Kernladungszahl von Barium ist 56. Da fehlt doch was. Da gab es also Spaltprodukte bei dieser Reaktion, die weder Strassmann noch Hahn verstanden. Das hatten sie nicht erwartet. 1938, Otto Hahn sitzt in Berlin vor den Ergebnissen eines Experiments, das er sich nicht erklären konnte. Aber er wusste, an wen er sich wenden könnte. An seine alte Freundin und Kollegin. Mit jüdischen Wurzeln, die sich nach Schweden ins Exil vor den Nazis gerettet hat, Lise Meitner. Lise Meitner, die erste deutsche Professorin für Physik. Sie ist die vergessene Hauptrolle im Film Oppenheimer. Wer war Lise Meitner? 1878 in Wien geboren, war es für sie, wie für alle Frauen der damaligen Zeit in Österreich, verboten, ins Gymnasium zu gehen. Sie war nicht zugelassen. Das heißt, sie hat über Umwegen dann tatsächlich es geschafft, eine Zulassungsprüfung zu machen an der Universität Wien, ist zugelassen worden und konnte dann 1906 als zweite Frau überhaupt im Hauptfach Physik dort promovieren. Und danach wollte sie zu einem der Titanen der theoretischen Physik, zu Max Planck, nach Berlin. Der allerdings war gar nicht begeistert, als sie in seinen Vorlesungen erschien. Und es gibt das Zitat von Max Planck. Amazonen sind auch auf geistigem Gebiet naturwidrig. Sie hat dann als unbezahlter Gast im Chemischen Institut der damaligen Friedrich-Wilhelms-Universität in Berlin Forschungsprojekte mit Otto Hahn betrieben. Das Frauenstudium im damaligen Preußen war nicht erlaubt, deswegen musste Lise Meitner das Institut immer durch den Hintereingang betreten. Und der Direktor des Instituts, Emil Fischer, ein Mann mit Rauschebart, war der Meinung, Frauen dürften auch deswegen nicht im Labor erscheinen, weil es bestünde ständig die Gefahr, dass ihre Haare brennen würden. Die Arbeitsbedingungen verbesserten sich allerdings enorm, als sie zusammen mit Otto Hahn ein Labor im Kaiser-Wilhelm-Institut aufbauen konnte, im heutigen Hahn-Meitner-Bau der Freien Universität Berlin. Und ab 1913
wurde sie sogar bezahlt dafür. Wow! Und trotzdem, in dieser ganzen Zeit, wo sie zeigen konnte, was für eine großartige Forscherin sie ist, gab es immer wieder Widerstände, Gegner sogar. Sogar öffentlich in der Presse hieß es dann, Fräulein Meitner hielt einen Vortrag über kosmetische Physik. Dabei ging es um kosmische Physik. Und trotz all dieser Widerstände wurde Lise Meitner 1926 die erste Professorin für Physik in Deutschland. Wow. Und dann kam der Nationalsozialismus. Und als Österreicherin mit jüdischen Wurzeln war sie hochgefährdet. Otto Hahn war schwer besorgt und hat ihr geholfen, kurz vor knapp 1938 nach Schweden fliehen zu können. Und so kam es dann, dass Ende 1938 Otto Hahn einen Brief nach Schweden schrieb an seine alte Freundin und Kollegin Lise Meitner. Ich zitiere aus dem Brief: Wäre es möglich, dass das Uran 239 zerplatzt in ein Bar und ein Ma? Es würde mich natürlich sehr interessieren, dein Urteil zu hören. Eventuell könntest du etwas ausrechnen und publizieren. Und nach diesem Brief geht Lise Meitner mit ihrem Neffen Otto Frisch spazieren und sie unterhalten sich über die Natur des Atomkerns. Was könnte da passiert sein? Ausgangspunkt ihrer Überlegung ist das sogenannte Tröpfchenmodell, wo man Atomkerne wie Tropfen auffasst. Und man könnte sich vorstellen, dass also das Neutron diesen Tropfen in die Länge zieht und dabei zerplatzt der Tropfen in seine Bestandteile. Als sie es ein bisschen genauer durchrechnen, stellen sie fest, die beiden Tochterprodukte haben eine geringere Masse als das Ausgangsprodukt, nämlich der Urankern, zusammen mit dem eingeschossenen Neutron. Es muss also Masse in Energie verwandelt worden sein. Mit anderen Worten, Meitner und Frisch sind die ersten Menschen auf diesem Planeten, die ausrechnen, wie würde bei einer solchen Reaktion Energie freigesetzt werden durch die Verwandlung von Masse in Energie. Sie berechnen, dass pro Reaktion 200 Megaelektronenvolt an Energie frei werden. Also pro Reaktion heißt pro Urankern. 200 MeV pro Uranspaltung. Ist nicht viel. Warum? Weil es nur ein einziger Atomkern ist, der gespalten wird. Wenn man sich aber das in die richtige Welt übersetzt, dann merkt man erst, was für eine unglaubliche Reaktion das ist. Ein Kilogramm Uran enthält 2,6 mal 10 hoch 24 Uranatome. Jedes dieser Uranatome hat also das Potenzial, 200 MeV freizusetzen. Wenn man das zusammenrechnet, kommen dabei 80 Terajoule raus. Die Bombe, die Hiroshima zerstörte, hatte zwischen 50 und 63 Terajoule Sprengkraft. Es brauchte weniger als ein Kilogramm Uran, um die Stadt in Japan dem Erdboden gleichzumachen. Nach dem Spaziergang im schwedischen Schnee muss Lise Meitner und Otto Frisch wohl als ersten Menschen auf dem Planeten klar geworden sein, mit dieser Kraft kann sich die Menschheit selbst zerstören. Das ist schon ein Moment in der Menschheitsgeschichte, der einem eigentlich fast sprachlos da stehen lässt. Das sind zwei Menschen, die mit der Kraft der Mathematik und den experimentellen Daten zu einer, ja, wie soll man sagen, zu einer katastrophalen Erkenntnis kommen. Die Menschheit verfügt mit dieser Kraft über die Möglichkeit, sich komplett selbst zu zerstören. Kein Lebewesen auf diesem Planeten war bis dahin zu einer solchen Katastrophe in der Lage. Das muss man sich mal vorstellen. Aber zugleich geht der wissenschaftliche Alltag weiter. Im Januar 1939 veröffentlichen Hahn und Strassmann ihre experimentellen Ergebnisse. Ohne Lise Meitner auf dem Papier als Co-Autorin. Ist ja auch kein Wunder, Nationalsozialismus, eine Veröffentlichung mit einer Wissenschaftlerin jüdischer Abstammung, undenkbar. Meitner und Frisch veröffentlichen ihre Interpretation der Daten in Nature, einer wichtigen, allgemein sehr, sehr weit verbreiteten Zeitschrift, und warnen zugleich bei ihrer Interpretation vor der destruktiven Nutzung. Und sofort ist natürlich allen klar, was hier passiert. Denn wenn bei diesen Spaltprodukten wiederum Neutronen dabei sein sollten, dann wäre das ja die Gelegenheit, um was hervorzurufen? Da kommt ein Neutron
knallt auf einen Urankern. Der Urankern zerplatzt in andere. Dabei wird Energie frei und neue Neutronen, die ihrerseits wieder Atomkerne vom Uran zerplatzen lassen können und so weiter. Das heißt, der Vorgang wird eine Kettenreaktion. Kettenreaktion bedeutet eine völlig außer Kontrolle geratene natürliche Kernreaktion, in der bei jedem dieser Spaltungen 200 MeV frei werden. Und das nennt man Atombombe. Und das war sofort allen klar. Wir sind im Jahr 1939 und die physikalische Welt gibt der restlichen Welt zu verstehen, wir haben da was gefunden, damit könnte man die schlimmste aller Waffen bauen, die wir uns überhaupt nur vorstellen können. Denn, das wird die ganze Zeit noch gar nicht angesprochen, was die da freisetzen, ist ja die Energie, die mit der stärksten Kraft im Universum zu tun hat. Wir reden hier über die Kernkraft. Wir reden hier über die Kraft, die in der Lage ist, Ladungen auf einem fast verschwindend geringen Abstand trotzdem zusammenzuhalten. Und wenn man in diese Kräfteverhältnisse ein einzelnes Neutron hineinschickt, zerplatzt dieser Kern, es bilden sich Tochterprodukte und dabei wird Energie frei. Und diese Energie, die dabei frei wird, die steckte vorher in dem Kern, der da zerplatzt, der da gespalten worden ist. Also das ist die größte Energiequelle, die es überhaupt im Universum gibt. Die hat immer was mit den Kernen zu tun. Dass es überhaupt die Möglichkeit gab, dass die Menschheit über den wissenschaftlichen Erkenntnisprozess bis dahin vordringt. Das ist der Moment in der geistigen Geschichte unseres Planeten, wo man einfach sagen muss, und diese Frau, Lise Meitner, war die Erste, die zusammen mit ihrem Neffen Otto Frisch erkannt hat, was sich da für ein Abgrund auftut. Das ist der Moment, in dem es in dem Film Oppenheimer richtig losgeht. Ihr kennt alle die Szene, die wissenschaftliche Gruppe um Oppenheimer und Oppenheimer selbst. Sie lesen den Artikel, sind zunächst einmal ungläubig, haben die tatsächlich Kerne gespalten, wiederholen die Experimente, reproduzieren die Ergebnisse und ihnen wird klar, daraus kann eine Bombe gebaut werden. Und ihnen wird auch klar, wenn wir das wissen, dann wissen es die Deutschen auch. Und wenn die Deutschen es auch wissen, dann werden die womöglich eine Atombombe bauen. Das war genau die Sorge, die Leo Szilard und Albert Einstein rund einen Monat vor Beginn des Zweiten Weltkriegs umgetrieben hat, um Präsident Roosevelt in einem Brief davor zu warnen, dass die Deutschen eine solche Bombe bauen könnten und dass Amerika hier Forschung betreiben muss. Und daraus hat sich das Manhattan Project entwickelt. Und mit welchem Resultat, das wissen wir alle. Lise Meitner hat nie am Manhattan Project teilgenommen, obwohl sie angeblich immer wieder Angebote zur Teilnahme bekommen hat. Wir wissen aber sicher, was ihre Meinung war zum Atombombenabwurf am 6. August 1945 auf Hiroshima. Ich zitiere, ich wusste und hätte es eigentlich die ganze Zeit wissen müssen. Die Energie, bei deren Freilassung wir geholfen hatten, wird zum Bau einer zerstörerischen Bombe eingesetzt werden. Der Film Oppenheimer wirft ja eine ganze Reihe weiterer moralischer Fragen auf. Und mit einigen von ihnen beschäftigt sich mein Kollege Gerd Skobel in seinem Video auf seinem Kanal Skobel. Schaut doch mal rein. Wie ging es nach dem Krieg weiter? In der amerikanischen Presse wurde Lise Meitner als Mutter der Atombombe gefeiert, was ihr als überzeugter Pazifistin natürlich überhaupt nicht gefiel. Eine Frau, die gegen alle Widerstände Wissenschaftlerin wird, die ins Exil flieht vor den Nazis, leistet den Beitrag, der mit zur Grundlage wird für den Bau der Atombombe. Der Atombombe, die von den Amerikanern als eine kriegsentscheidende Waffe gefeiert wird. Was für eine Geschichte. Umso unverständlicher, dass Lise Meitner in dem Film Oppenheimer noch nicht mal in einer Nebenrolle vorkommt. Und irgendwie ist das symptomatisch. Sie hat eine ganze Reihe von wissenschaftlichen Preisen bekommen. Ja, sogar ein Krater auf der Venus ist nach ihr benannt, ein Asteroid, ja, sogar ein chemisches Element, das Element Nummer 109, Meitnerium. Aber den Nobelpreis für Physik hat sie, obwohl sie 48 Mal von den großen Titanen der Physik, Max Planck, Niels Bohr und vielen, vielen anderen vorgeschlagen worden ist, nie erhalten. Symptomatisch, wie in den Naturwissenschaften mit großen Frauen umgegangen wird.
Diese große Frau hatte als eine der ersten Menschen die Last zu tragen, dass wir in der Lage sind, Kräfte freizusetzen, die uns alle zerstören können. Und damit sind wir an einem Punkt angelangt, der damals wie heute an die Verantwortung der Forscherinnen und Forscher auf der ganzen Welt appelliert. Wie gehen wir mit wissenschaftlichen Ergebnissen um? Was erzählen wir der Welt über das, was wir in unseren Experimenten, in unseren Theorien über mögliche katastrophale Risiken erfahren? Was machen wir mit Erkenntnissen, die wir mathematisch verstehen, die wir aber kaum noch in Sprache umsetzen können? Wie gehen wir damit um? Vor allen Dingen, wenn es einmal in der Welt ist. Was machen wir dann? Wissenschaft ist dadurch charakterisiert, dass sie einfach nicht aufhört zu forschen. Wir können gar nicht anders. In dem Moment, wo wir beginnen zu forschen, etwas erkennen, zieht ja eine gute Forschung, zieht bei jeder Antwort mindestens zwei neue Fragen an. Das heißt, das hört nie mehr auf. Und wenn dann eine Erkenntnis in der Welt ist, dann ist sie da. Und dann kriegen wir sie nicht mehr weg. Solange man hier im Labor ist und eine Einzelreaktion behandelt, so lange ist Kernspaltung Kernspaltung. Aber wenn man mehr davon nimmt, dann kann daraus eine Waffe werden, die uns alle zerstören kann. Das muss uns veranlassen, uns darüber immer und immer wieder klar zu sein, über was für ein Potenzial wir verfügen. Was für eine ungeheure Geschichte da drin steckt, dass es ein Wesen auf diesem Planeten gibt, das in der Lage ist, weit weg von seinen Formen der normalen Erfahrung, der alltäglichen Erfahrung, Welt zu erkennen, zu verstehen und sie zugleich so zu verändern, dass die eigene Existenz davon bedroht sein kann. Und wie das damals gewesen sein muss, in diesem schwedischen Schnee für die beiden zum ersten Mal sich vorzustellen, dass wir auf der Erde in der Lage sind, uns selbst zu zerstören, das möchte ich mir gar nicht vorstellen. In dem Film Oppenheimer geht es neben den ganzen wissenschaftlichen Problemen, die gelöst werden mussten, um eine Atombombe zu bauen, den Auseinandersetzungen mit den Militärs, wann ist es denn endlich soweit, der ganzen Faszination, die hinter dieser neuen Wissenschaft steckt, geht es auch um die ethische Verantwortung derjenigen, die diese Wissenschaft betreiben. Und das Ganze im Brennglas der Person Oppenheimer, der am Anfang ja ein völlig überzeugter Manager des ganzen Projekts war. Und als es dann geschah, als also die Bombe zum ersten Mal explodierte auf dem Trinity-Gelände, noch bevor sie überhaupt in Hiroshima und Nagasaki eingesetzt wurde, schon tief betroffen davon war, welche Büchse der Pandora er hier geöffnet hat. Und Lise Meitner ging es genauso. Sie hat sich ihr ganzes Leben lang mit dieser ethischen Verantwortungsfrage beschäftigt. Und sie schrieb: Es muss eine internationale Verständigung, eine Beseitigung der Geheimhalterei und eine internationale Kontrolle zustande kommen, oder die Menschheit geht rettungslos in ihr Verderben. Und in einem zweiten Zitat: Das ist in meinen Augen gerade der große moralische Wert der naturwissenschaftlichen Ausbildung, dass wir lernen müssen, Ehrfurcht vor der Wahrheit zu haben, gleichgültig, ob sie mit unseren Wünschen oder vorgefassten Meinungen übereinstimmt oder nicht.